Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen YouTube-Kanal Volleyball Freak. Mein Name ist Steffen. Dieses Video ist ein zweites Video aus meiner Reihe Spielberichtsbogen richtig anschreiben. Jetzt wird es praktisch, nachdem wir letztes Mal eine Trockenübung gemacht haben. Die Trockenübung könnt ihr jetzt hier in dem Video, was eingeblendet ist, anklicken, um schon mal zu sehen, was da passiert ist. Wir werden uns jetzt ein Spiel hernehmen aus der Regionalliga West zwischen meinem Heimatverein TV Fischenich und der Spielgemeinschaft PTSV Aachen und dem Dürener TV. Und da werde ich euch jetzt zeigen, welche Eintragungen vor dem Spiel und nach der Auslosung zu machen sind. Jetzt seht ihr einen Volleyball-Spielberichtsbogen im noch nicht ausgefüllten Zustand. Das werden wir jetzt sofort abändern. Vor dem Spiel geht es immer los, indem man den Kopfbereich ausfüllt. Hier werden sämtliche Rahmenbedingungen rund um die Spielpartie eingetragen. Das geht los mit dem Wettbewerb und dem Namen des Wettbewerbs. Das heißt, in dem Fall ist es ein Meisterschaftsspiel, deswegen Meisterschaft. So, der Name der Meisterschaft ist in dem Fall die Regionalliga West. Danach geht es weiter mit dem Ort. Das war ein Heimspiel von meinem Verein, deswegen ist das in Hürth. Die Stadt befindet sich bei Köln. Die Halle, hier schreibt man in der Regel die Straße rein, wo sich die Halle befindet. Wenn mehrere Hallen an dieser Straße sind, vielleicht weil da mehrere Schulen sind, dann schreibt man hier in der Regel die Schule rein, ansonsten reicht nur die Straße. In dem Fall war das die Krankenhausstraße in Hürth. Danach geht es weiter mit dem Geschlecht, was man einkreuzen muss. In unserem Fall ist das ein Männerspiel. Bei Mädels oder auch bei Damen kreuzt man dann hier an. Danach trägt man ein die Altersklasse. In unserem Fall ist das ein Erwachsenenspiel, deswegen Senioren. Gruppe und Runde trägt man ein RL für Regionalliga. Ländercode ist einfach. Ländercode für Deutschland ist GER. Die Spielnummer, die entnehmt ihr den offiziellen Spielansetzungen des jeweiligen Volleyballverbandes. In dem Fall war das die Nummer Spiel 37. Das offizielle Datum war der 22.11.2014 und offizielle Anpfiffzeit war 20 Uhr. Danach geht es weiter mit den Mannschaftsnamen. Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass ihr die Langversion der Mannschaftsnamen eintragt. In dem Fall ist das einmal die Heimmannschaft TV Fischenich. Und diese Mannschaft hat gegen eine Spielgemeinschaft gespielt aus Aachen und Düren, deswegen SG. Jetzt habe ich den falschen Stift genommen. PTSV Aachen. / DTV. So, die Felder hier A und B bleiben bis zur Auslosung noch unausgefüllt, weil erst mit der Seitenwahl entscheidet sich dann, welche Mannschaft hier A oder B eingetragen bekommen. Dazu aber später noch mehr. Danach geht es weiter im rechten unteren Bereich bei den Mannschaftslisten des Spielberichtsbogens.
Hier startet man auch wieder links mit der Heimmannschaft und rechts mit der Gastmannschaft. Hier reicht es aber jetzt aus, das Kürzel lediglich einzutragen. In dem Fall ist das TVA. Hier in der großen Spalte kommt einmal die Passnummer und der Name des Spielers. Ist auch hier nochmal kenntlich gemacht, was da einzutragen ist. Also wenn man sich unsicher ist, kann man immer nochmal nachschauen, wie es richtig rum eingetragen wird. Hier vorne in der kleinen Spalte wird dann die jeweilige Trikotnummer des Spielers eingetragen, damit man dann immer den Spieler eindeutig identifizieren kann anhand seiner Passnummer, Name und Trikotnummer. Ich fange jetzt einfach mal an und werde das Video dann gleich ein bisschen beschleunigen, damit ihr nicht so lange warten müsst, bis ich da den kompletten 12 Spieler für das Spiel eingetragen habe. Zum Anfang Passnummer. Die ist frei erfunden, genauso wie alle Spielernamen. Zum Schutz der einzelnen Personen habe ich mir einfach Spielernamen beliebig ausgedacht. Also sämtliche Personen in diesem Video, die ich hier auf den Spielberichtsbogen eintrage, sind frei erfunden. Liegt der offizielle Spielerpass eines Spielers, der am Spiel teilnehmen soll, nicht vor, so kann er sich auch über einen amtlichen Lichtbildausweis, das kann zum Beispiel ein Personalausweis, ein Reisepass oder ein Führerschein sein, ausweisen. Das müsst ihr dann separat unter dem Feld Bemerkungen eintragen, wie er sich ausgewiesen hat, euch gegenüber. Ist hier oben die Spielerliste ausgefüllt, muss man natürlich jetzt hier noch, je nachdem, ob man ein Libero einsetzen möchte oder zwei, die auch entsprechend eintragen. Wichtig ist, dass der Libero, den ich jetzt hier eintrage, auch hier bereits in der Spielerliste enthalten ist, weil er zu diesen maximal 12 Spielern, die in einem Spiel beteiligt sein dürfen, bei einer Mannschaft dazu zählt. Ganz wichtig, auch hier immer die Passnummer vorne wegschreiben und dann den Namen. Wenn ihr keinen zweiten Libero einsetzen wollt, planmäßig, dann streicht ihr hier einfach durch. Danach geht es dann weiter im Bereich der Offiziellen. Wenn ihr einen Trainer mit dabei habt, könnt ihr den natürlich eintragen. In dem Fall ist das unser Herr Möller, auch frei erfunden natürlich. Wenn ihr keinen separaten Trainer dabei habt, könnt ihr auch gerne einen Spielertrainer eintragen, der hier oben in der Mannschaftsliste bereits eingetragen ist. Der hat dann dadurch das Recht, wenn ihr ihn hier eintragen würdet, sich zwischen Spielerbank und der Seitenlinie in der Coachingzone zu bewegen. Ansonsten ist es laut Regelwerk den Spielern nicht gestattet, sich in dieser Coachingzone aufzuhalten, sondern sie müssen sitzend auf der Spielerbank sich befinden während des Spiels oder in der Aufwärmzone. Ausnahmen sind dann Seitenwechsel und Auszeiten. In den weiteren Feldern bei den Offiziellen hat man noch Platz, zwei Trainerassistenten zu benennen. Hier würde noch ein Physio theoretisch Platz finden. Bei den unteren Ligen ist es meistens so, dass dann meistens Gastfans, die mitgereist sind, eingetragen werden, damit sie nicht alleine auf der Zuschauertribüne sitzen müssen. Und in der letzten Spalte, das A steht für Arzt. Hier sollten nur Personen eingetragen werden, die auch wirklich Ärzte sind, damit es keine rechtlichen Probleme gibt. Ist es aber so wie in unserem Fall jetzt hier bei der Gastmannschaft, dass keine weitere Person als offizielle Platz nehmen möchte, dann trägt man hier einfach mit Strichen ein, dass nur der Trainer am Spiel sonst teilnimmt neben den Spielern. Der Trainer muss dann zum Schluss noch die Korrektheit der Liste bestätigen mit seiner Unterschrift. Und danach kann dann der Gasttrainer oder ein Verantwortlicher der Gastmannschaft die Spielerliste hier rechts im Bild vervollständigen. Die Vervollständigung der Liste geht wieder ganz normal los. Hier oben trägt man dann ein Kürzel der Mannschaft ein, in dem Fall AC für Aachen, DN für Düren, da es sich hier um eine Spielgemeinschaft handelt. Und dann geht es ganz normal los mit dem Mannschaftsnamen. Wieder ganz wichtig, immer erst die Spielerpassnummer, die ihr im Spielerpass findet.
und dann den Namen. Auch hier werde ich das Video wieder ein bisschen beschleunigen gleich, damit ihr nicht so lange warten müsst, bis ich fertig geschrieben habe. Auch hier wieder zum Schluss nicht vergessen Libero mit Passnummer. Und auch in diesem Fall wird kein zweiter Libero eingesetzt, deswegen wird die Zeile gestrichen. In unserem Fall haben wir bei der Gastmannschaft jetzt einen sogenannten Spielertrainer, der Hübner. Da es sich hierbei um die gleiche Person handelt, würde dann hier und hier gleichzeitig unterschreiben müssen, aber noch fehlen ja die kompletten Spielernummern. Deswegen fehlt auch hier noch die Unterschrift, die werden wir jetzt quasi nachtragen. Im Normalfall haben die Spieler ihre eigenen Trikots und deswegen stehen auch schon vor dem Spiel die Spielernummern fest. Beim Eintragen der Spieler in die Spielerliste könnt ihr selbstverständlich auch schon die Nummern befüllen und müsst jetzt nicht nachträglich machen, so wie wir das in diesem Fall tun. Es geht los beim TV Fischenich mit der 8, der 11, 7, 18, 16, 21, 13, 23, 20, 14, 3 und 5. Ganz wichtig bei den Spielernummern ist, dass hier noch ein Spielführer oder Mannschaftskapitän benannt werden muss. Und das wird gemacht, indem man den entsprechenden Spieler, dessen Trikotnummer einkreist. Das Ganze geht weiter dann bei Aachen, Dürr, 8, 16, 11, 12, 9. Zehn, 13, 7, 4, 5, 18 und die 2. Auch hier wird wieder der Mannschaftskapitän gekennzeichnet. Ich habe es gerade schon erwähnt, dass oben ein Spielerkapitän, der gleichzeitig auch Trainer ist, benannt wurde. Und da auch hier keine weiteren Personen mit auf der Bank Platz nehmen werden, kommt auch hier ein Strich rein bei weiteren Offiziellen. Zum Schluss bestätigt er noch mit Unterschrift die Korrektheit der Liste. Also Kapitäne sollten noch mal kurz gucken, ob die Nummern so stimmen, ob hier auch ihre Liberos eingetragen sind. Auch bei zwei Liberos muss der zweite ja auch noch mit drin stehen und sowohl hier als auch hier. Und dann kann er dann hier die Liste mit seiner Unterschrift bestätigen. So, das passiert dann im Prinzip bei der Auslosung später. Ich mache das jetzt schon mal, dann haben wir das schon mal weg. Und hier muss dann natürlich der Meier unterschreiben kommen und bestätigt damit, dass hier alles korrekt eingetragen ist. Danach geht es in der Mitte weiter des Spielberichtsbogens, hier unten, und zwar bei Bestätigung. Hier werden die jeweiligen teilnehmenden Personen am Schiedsgericht eingetragen. Das ist einmal der erste Schiedsrichter, der Herr Pfeiffer. Er verfügt über eine B-Lizenz und hier bekommt er noch die Nummer rein, die dann in der jeweiligen Lizenz enthalten sind. Dann kommt der zweite Schiedsrichter, wird eingetragen mit seinem Namen.
dann der Herr Schreiber, der im Prinzip diesen Bogen dann ausfüllt über das Spiel gesehen. Und unser Erzähler, der dem Schreiber während des ganzen Spiels assistiert und in der Regel für die Punktetafel zuständig ist. Ganz wichtig ist bei dem Ausfüllen des Bestätigungsblockes, dass hier die Unterschriften frei bleiben. Diese werden erst am Ende des Spiels gesetzt. In den unteren Ligen und auch oben in den Bundesligen sind jeweils Linienrichter einzutragen. In den unteren Ligen werden jeweils auf einer Seite ein Linienrichter postiert. Bitte vergesst es nicht, damit ihr keine Ordnungsstrafe kassiert. Der Spielberichtsbogen ist jetzt soweit vorbereitet für das Spiel. Jetzt kann es zur Auslosung kommen. Wenn ihr dann in meinen nächsten Videos das Spiel selber seht, habe ich die Kamera genau gegenüber von dem Schreiberpult aufgestellt. Deswegen werden wir auch so schreiben, wie wir das von der Kameraperspektive aus sehen. In dem Fall beginnt Aachen von uns aus gesehen, von der Kamera aus gesehen, links. Deswegen wird dann hier ein A eingetragen. Und bei Fischenich beginnt von uns aus gesehen rechts, deswegen wird hier ein B eingetragen. Das gleiche könnt ihr dann hier schon übernehmen. Das heißt, Fischenich bekommt ein B und Aachen bekommt ein A. Und hier könnt ihr jetzt auch schon die entsprechenden Mannschaften A und B eintragen. Das heißt, hier tragt ihr jetzt ein AC-DN für die Dürener Mannschaft und TVA für TVA Fischenich, weil sie von uns aus gesehen auf der rechten Seite beginnen werden. So, das war's mit meinem Video zum Thema, welche Eintragungen sind vor dem Spiel und nach der Auslosung in den Spielberichtsbogen einzutragen. Das Video stammt aus meiner Reihe, wie schreibt man die Spielberichtsbogen richtig an? Ich würde mich freuen, wenn ich euch in einem meiner nächsten Videos begrüßen könnt. Dazu müsst ihr hier unten den roten Button klicken. Abonnieren heißt er. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder vielleicht Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es auch hier unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Fragen beantworte ich wie immer gerne. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Bis bald, euer Steffen.